Vor 21 Jahren begann Martin Steineckers Nationalliga A-Karriere bei Biel. Die ersten Tore erzielte er dann in seiner zweiten Saison für die Bieler. Damals war er 19. Die ersten 197 Partien spielte Steineckers für Biel. Danach folgten 650 Spiele für Bern. Dort erzielte der Verteidiger die meisten seiner insgesamt 107 Treffer in der Nationalliga A. Einer, der ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, ist dieser hier im Playoff-Viertelfinal gegen Servette 2003. Der Treffer zum 1:0, es war das Tor zum Sieg. Speziell in Erinnerung sind natürlich auch die beiden Meistertitel mit Bern 1997 und 2004. 2004 durfte Martin Steineckers den Meisterpokal als Captain als Erster in die Höhe stemmen. Nach Biels Wiederaufstieg 2008 kehrte Martin Steineckers in die Heimat zurück. Das sieht eigentlich noch genau gleich aus, die Kästchen. Und alles ist genau gleich, wie wenn ich weggegangen bin. Und als ich auch als Junior schon hier war, habe ich als Moskito angefangen. Und es ist eine Freude, auch im Heimstadion wieder in der Nationalliga zu spielen. Die Heimpremiere war erfolgreich. Unterdessen hat Rückkehrer Steineckers seit diesem Spiel auch schon wieder über 150 Partien für Biel bestritten. Für die Nationalmannschaft spielte Steineckers mit der Rückennummer 11. Er war bei 11 Weltmeisterschaften dabei und er schoss 11 Tore, darunter ziemlich sehenswerte. Steineckers brach 2007 den Länderspielrekord von Köbi Köliker. Inzwischen wurde er natürlich wieder abgelöst. Aber dass der dreifache Familienvater in vielen Statistiken weit oben steht, ist nach 21 Jahren Spitzenhockey und 1000 Meisterschaftsspielen logisch. Oktober 1990. Martin Steineckers gibt sein Debüt in der Nationalliga A und macht schon bald auf sich aufmerksam. Gestern Abend hatte Martin Steineckers seinen letzten Auftritt als Eishockey-Profi. Mit dem EHC Biel unterlag er im Playoff-Viertelfinal auswärts gegen den EV Zug. Nach 22 Saisons in der höchsten Liga, nach 1025 Spielen, sagte er Adieu. Jetzt ist er bei uns im Sportpanorama. Herzlich willkommen, Martin Steineckers war auch im Nationalteam jahrelang eine wichtige Stütze. Er spielte 11 WM-Turniere und einmal bei den Olympischen Spielen. Er war der Vorkämpfer, als die Schweiz bei der Heim-WM 1998 den vierten Platz erreichte und die Fans begeisterte. Er half mit, als die Schweiz an der WM in Russland sensationell den Gastgeber bezwang. Und es ist mit sein Verdienst, dass sich die Nationalmannschaft unter den besten 8 Nationen der Welt etablieren konnte. Martin Steineckers bestritt 219 Länderspiele und war vorübergehend Schweizer Rekordnationalspieler. Mit dem SC Bern wurde er zweimal Schweizer Meister. Der Titel 2004 gehörte zu den emotionalsten Momenten. Bern gewann damals das entscheidende Spiel in Lugano in der Verlängerung und holte sich den ersten Titel nach 7 Jahren. Mit der Nummer 8 spielte er 13 Saisons in der Hauptstadt. Er konnte zupacken, war aber auch für seine unwiderstehlichen Vorstöße bekannt. . 2008 kehrte Martin Steineckers zu seinem Stammverein, dem EHC Biel, zurück. Er kämpfte dreimal erfolgreich gegen den Abstieg und erzielte wichtige Tore. In dieser Saison schaffte er mit Biel den Sprung in die Playoffs. Zum ersten Mal seit 19 Jahren. Wenn das kein schöner Abschluss ist.